willkommen zum GOB-Studio. Grüezi miteinander. Wir machen heute ein feines Kürbisrezept, genau Käsedampfnudeln auf Kürbisbett. Und das sind meine Zutaten. Die Kürbis habe ich feine Streifen geschnitten, also Scheibli. Und auch Birnen. Jetzt habe ich es noch gesalzen und gepfeffert. Und dann kann ich es hier in die gefettete Form geben. René, mir dunkel, du siehst so nervös. Was ist mit dir los? Ja, Susan, ist der Match am Samstag. Schweiz-Frankreich. Ah, und du als Fußballfan, ja. Voll im Fieber. Ich kann nichts vergessen. Da habe ich ganz gewöhnlichen Hefeteig vorbereitet. So mit dem Mehl, mit Milch, mit Butter, mit Eigelb, dann Salz und Pfeffer. Und speziell daran ist noch ein bisschen Muskat drin. Oh. Das ist jetzt natürlich bereits aufgegangen. Oh, Leute, dir mit deiner Mami an. Das Mami nicht. Der Kübi Kuhn. Die Kuhn? Warum läutet ihr da? Der läutet immer an, wenn es Probleme hat. Linus Bacher. Ja, hoi Kübi. Aha. Ja, wegen der Aufstellung. Mhm. Also los, am gescheitsten fängst du hinten an. Hm? So, dann kann ich schön in Stück machen, weil das gibt dann Dampfnudeln daraus. Und die drücke ich aber zuerst schön ein flach drücken. Weil jetzt kommt etwas ganz Feines rein. Da tun wir ein Stückchen Käse drin. Da habe ich jetzt ein Gruyère genommen. Und das tue ich gut einpacken, damit er nachher nicht rausläuft während dem Backen. Dann setze ich es oben drauf, lasse mal aufgehen und anschließend tue ich es dann auch mit flüssiger Butter bestreichen. Nein, Kübi, die Franzosen sind nichts. Die sind nichts, die putzen wir weg. Ist doch überhaupt kein Problem. Ja, klar sind sie Weltmeister gsi. Wann? Im 98, Köbi. Im 98, weisst du das nicht mehr? Dann habe ich noch gehackte Nüsse drauf, bevor es dann in den Backofen geht, bin einer halben Stunde. Ja, Frankreich ist auch Europameister geworden. Im 2000, Köbi, ich weiss. Es ist... Warte, ich sollte schon einen Einspieler ansagen. Nein, Moment, schnell. Seit 100 Jahren wird zwischen dem Genfersee und dem Valais de Joux der Vacherin Mont d'Or hergestellt. Eine jahrzehntelange Tradition hat der Fromagerie Michel André in Romanel-sur-Morche. Ja, das war französisch. So macht man das. Während der Saison von September bis April werden hier jeden Tag mehrere tausend Liter Milch zu Vacherin verarbeitet. Damit die Qualität der Rohmilch erhalten bleibt, wird sie besonders schonend auf 65 Grad erwärmt. Dann mit der Vacherin Mont d'Or Bakterie versetzt, der Bruch geschnitten und in Formen abgefüllt. Unverwechselbar am Vacherin ist ein leichter Holzton, eine Spur Tannin, den er vom einheimischen Tannenholz bekommt. Das Tannenholz oder die Tannenrinde wird im Käse in Form von einem Gurt oder Reif verpasst. Bei liebevoller Pflege reift er dann zu seinem delikaten, milden Geschmack an und kann nach 3 Wochen in die typischen Holzschachteln abgepackt werden. Ähnlich wie ein edler Wein entfaltet er seinen milden Geschmack erst wirklich, wenn man ihn vor dem Geniessen ein paar Stunden chambriert und mitsamt der Rinde zu geschwellten oder knusprigem Brot serviert. Ja, schau, jetzt geht es hier auf die Tafel. Das ist unsere Aufstellung. Hier hinten ist der Fliegenfänger, dann haben wir hier den Wadenbeisser und davor ist ein Knipser. Nicht? Und in der Mitte hast du die 8. Reihe. Der Sidan, wenn der kommt, ja, dann, wenn der spielt, dann packst du ihn. Das ist der Sidan, das Herz der Franzosen. Nicht? Jetzt musst du halt dem Träumen ein bisschen eng machen, Köbi. Einfach Träumen eng machen, genau. So, dann nimmst du den Knipser noch hin und der Wadenbeisser passt ein bisschen auf. Wer Goal macht, ist ja klar, der da auf der Seite raus. Da, der läuft hinter sich im Fürsch, die verdienen da genug. Ja, macht das Goal und da ist Verteidiger. Hä? Ja, gern geschehen. Kein Problem. Okay, ciao. Ciao, Köbi, ciao, ciao. Okay. Das war ein super Tipp mit dem Umzingeln dort. Du. Sicher. Zieh das zum Spiel ausnehmen und dann gehe ich mir das Spiel. Ist doch klar. Hm? Kann ich noch etwas machen? Dann? Gerne das Salat unten auch machen. So, unsere Dampfnudeln sind jetzt eine halbe Stunde im Ofen drin und jetzt können wir sie servieren. Dampfnudeln. Dampfnudeln im Backofen. Du meinst, das ist auch so ein super Tipp. Ja, würde ich auch sagen. Ja, weißt, ursprünglich hat man eben die Teigkugel mit der Pfanne gedämpft. Und dann kocht der Teig, ist auch Dampfnudeln. Aha. Ja, ich weiss das schon, aber Köbi, weißt du, wie er ist? So, wie immer können Sie das Rezept nachlesen in der GOB-Zeitung oder ausdrucken im Internet. Hey, das ist mega cool, Sandy. Ja, gell? Riesenteil. Dem kannst du alles, kannst du sogar telefonieren mit ihm. Hey, ist das das GOB-Handy? Ein GOB-Handy? Susan, es gibt doch kein GOB-Handy. Der andere. Hä? Hey, sicher, schau mal. Was? Nach dem Prinzip von Prix Garantie telefonieren Sie mit GOB Mobile zum günstigsten Tarif.
Sie können Ihre Gesprächsguthaben an jeder Coop-Kasse aufladen und auch mit Superpunkten zahlen. Neu bietet Ihnen jetzt Coop auch Mobiltelefon an. 3 verschiedene Handybundle, also Geräte mit SIM-Karte und Gesprächsguthaben, sind in der Coop-Filiale mit Kiosk in allen Bau- und Hobby- und in den City-Warenhäusern erhältlich. Und Orange garantiert Ihnen eine Abdeckung von 99%. Details über Coop Mobile finden Sie auf der Homepage von Coop. So, du, Susanne, musst entschuldigen. Ich habe nicht gewusst, dass es bei der Coop Handys gibt. Ja, schon gut, guter René. Ja, ich fasse das jetzt neben Dampfnudeln. Ja, das sind jetzt Dampfnudeln. Wie heiß. Das ist fein. Wieder schauen miteinander und schönen oben. Alle miteinander. Du, nimm es ruhig wegen dem Samstag, gell? Die putzen wir noch weg.